Das war's eigentlich das Wichtigste. Okay. Wenn du noch was brauchst, sag Bescheid. Ich habe dir jetzt auch schon so ein paar Hexical-Essenzen und Diamonds und so gegeben. Und meine Scale-Schuhe habe ich dir auch gegeben. Also, sag nicht, ich bin hier nicht nett zu dir. So, erstmal Sharpness auf mein behindertes Schwert. So. Wo sind eigentlich meine restlichen Scale-Sachen? Unbreaking. Die sind hier drin Habe ich noch ein gewesen, glaube ich. Level? Aber die sind nicht mehr da. Das hier ist die Falten. Ich glaube, der Björn hat mir die Falten. Nee, das ist auf jeden Fall die. Hä, wo sind meine Warum heißt dein Ah, ne. Schokobo Blue Blue? Das kann ich dir nicht sagen. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, wo meine Sachen sind. Hallo? Hallo, die Feder hat das Schokobo ausgekackt. Mir fehlt eine komplette Scale-Rüstung. So in etwa. Ja, dann würde ich mal sagen. Also nicht nur so in etwa. Außer Brustplatte fehlt mir eine Hier komplette stehen Scale-Rüstung. Rüstungen rum. Eine Ja, ich weiß, die Metroid. sind aber. Die sind, nicht von mir. Ist das euer Lager? Nee, das ist das Haus von Björn. So, hier ist auch nix. Auch nix. Mir fehlt einfach eine komplette Ich Scale-Rüstung. bediene mich, ne? Max, wenn du dir irgendwas rausnimmst, du darfst die Kisten nicht mal Ich öffnen. Das ist schon weiß. ein Regelverstoß. Ich bin der König. Was wollt ihr dagegen tun, hä? Dich aus dem Projekt schmeißen? Okay, jetzt bin ich sauer. Warum? Ja, weil mir das Scale-Rüstung fehlt. Vielleicht war es ja Björn. Und ich habe die Scale-Rüstung entdeckt, als ich Ich eigentlich eine schreib's Regel direkt mal verstoßen in hatte. die Gruppe. Aber ich habe mein Diamond Shield noch, weil ich das in diese Slots getan habe, wo man nichts verliert. Dann bringt sie aber auch nichts. Ich weiß. Ich will das ja auch nicht benutzen. Ich habe ja ein Giant Sword. Dann kann ich ja auch blocken. Ja, ich habe ja auch noch ein Shield. Es gibt ja noch zusätzlich Sachen. Egal. Oh, es regt mich das schon wieder auf. Macht man eigentlich so andere Kisten, was wie du hast. Okay, guck halt nach. Hier ist Dings Ich bin drauf. ein Noob. Trotzdem, das ändert nichts daran, dass hier Kacke drauf Achso, und ich hatte ist. noch einen Legia-Bow. Hast du zufällig den dabei? Das kann gut sein. Muss ich gucken. Muss ich gucken. So. Bow, ja, hier. Da. Legia-Bow. Yeah. So. Wenn man mit einer anderen Stadt im Krieg ist, darf man auch gar keine Kisten öffnen bei denen, ne? Du darfst nie Kisten bei anderen Städten Das heißt, man darf die nur öffnen. töten, das ist ja langweilig. Ja, aber ist halt so. Oh, diese scheiß Wichser aus meiner Stadt. Ich bin jetzt echt abgefuckt von denen. Komm in unsere Stadt. Richtig abgefuckt. Nein, ich bleib bei meiner Stadt. Ich habe halt jetzt nur noch eine Chestplate und ich könnte mir die auch wieder klauen, die ich dir gegeben habe, aber das mache ich nicht. Meinst die Dingens, die Was Schuhe? passiert? Hier sind ganz viele Viecher, die Ja, genau. verrecken. Ich weiß echt nicht, was bringt dir diese Void Satchel, so wie craftet man die? Ach, das haben wir ja gerade nachgeguckt. Wir wissen, was man damit machen kann. Ey. Ey. Keine Ahnung. Hier ist Treibsand, oder? Vielleicht ist es Ist bei euch wichtig. Treibsand? Warte, das ist Treibsand, ja. Oh Mann, meine ganzen Scale-Sachen. Oh Mann, no. Was für Spacken. So, was machen wir denn jetzt, Max? Oh mein Gott, Creeper. Ah, ich kau. Was. Wo bist du? Was machst du gerade so? Max. Hä? Was machst du so? Ich Ach, will gerade irgendwas gefroren machen. bei euch da. Unter Wasser. Ja, wir haben.
Da ist ein bisschen was gefroren, da waren irgendwelche Leute mit Freeze-Ride-Sachen. So, Ich darf den Stern da gar nicht holen. Ist der unterm Wasser, der oder unterm was? Unterm Wasser. Warum auch immer. Okay. Wieso habe ich keine Sticks? Ach, ich habe eben alles Unwichtige rausgetan. Ah, da sind Sticks. Aber zu wenig. Noch Sticks, ich glaube, ich könnte das Bündnis ganz schnell wieder beenden. Auch übrigens, ne? Ja, wer von uns beiden wird dann jetzt wohl sterben? Übrigens, Stadt Blau und Stadt Rot haben ein Bündnis. Genau, Stadt Blau und Stadt Rot. Genau, weil... Ja. Also das heißt gegen Stadt Grün auch. Wir sind verfeindet. Ja. Stadt Gelb ist momentan ja noch die Schweiz. Ein Fall. Was ich echt lustig finde, weil... Die Sky, weil die ja auch so viele Schweizer in der Stadt haben. So. Und wir können ja mal mit unserem Thema anfangen. Ja. Jetzt nach zwei Parts. Nach drei Parts schon. Das sind schon 52 Minuten, die wir aufnehmen. Also, genau. Wir wollten nämlich über Leute reden, die sich jetzt... einige Leute, die hier auch im Projekt sind, und zwar Leute, die sich nicht wirklich viel Mühe... Oh, und irgendwer hat meine Mobfarm umgebaut. Ich find diese Stadt mal wieder klasse gerade. Ja, wir wollten nämlich... Können die Leute nicht mal bei ihren eigenen Sachen bleiben? Wer macht denn hier sowas? Ja, wir wollten nämlich über gewisse Leute reden, die sich jetzt nicht ganz so viel Mühe mit ihren... Videos geben. Also mal sagen wir... Crazy Boy. 90% der Let's Player in Deutschland. Richtig. Die nehmen dann auf, die nehmen dann... Ach Moment, mir fällt gerade auf, es könnte noch woanders sein, meine Skills. Die nehmen dann mit Programmen aus wie, Bandicam. Der kostenlosen Version von Fraps. Ja, man könnte auch auf Open Broadcaster zurückgreifen. Die kostenlos ist und gut funktioniert, wie man bei meinen Videos ja hoffentlich sehen kann. Dann haben diese Leute keinerlei Sound bearbeitet. Also. Haben teilweise gar keinen Sound. Doch, der hat Sound, aber der ist so extrem leise. Also da wurde gar nichts nachbearbeitet, irgendwie Lautstärke angepasst. Echt, der hat Sound? Der hat Sound. Oha. So extrem leise und dann einfach so eine Scheiße halt einfach hochgeladen, dass. Sollte man sich mal Gedanken drum machen. Oh, da sind meine Scale-Sachen. Oh, ich hab sie doch noch. Also, normalerweise macht man sowas ja, weil man gerade Spaß dran hat. Aber bei solchen Leuten glaube ich einfach nicht, dass die Spaß dran haben, sondern... Dass sie einfach nur dumm sind. Dass die erstens dumm sind und das zweitens irgendwie nur machen, damit die irgendwie ein bisschen Fame bekommen? Fragezeichen. Ich denke, das sind so Leute, die dann denken, oh, ich mache jetzt das Plays. Und in drei Tagen bin ich so bekannt wie Gronkh. Die geben sich dann halt gar keine Mühe, die wollen einfach irgendwie nur groß werden. Das sind dann so Leute, die meinen, sie sind auch gut durch ihr Equipment. Da gibt's ja, es gibt ganz viele, die sich einfach dann direkt zum Anfang, wenn sie nichts haben, nicht mal einen Kanal erstellt, kaufen sie schon ein Großmembran-Mikro und ein PC. Mit dem sie dann halt auch Full HD und mit vollsten Grafikeinstellungen aufnehmen können, damit sie... Ich meine, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Je nachdem, wenn man... Da gibt's halt... Wenn man jetzt nicht nur Minecraft spielt, oder auch wenn man Minecraft spielt, kann man einen guten PC auch gebrauchen. Ja, aber das Problem ist halt, dass die sich für den Anfang schon viel zu viel Geld ausgeben, das die gar nicht brauchen. Beispiel jetzt, gibt so viele Leute, die kaufen sich für den Anfang... die sie noch gar nichts haben, ein Großmembran-Mikro. Und das lohnt überhaupt nicht. Und dann erwarten sie, dass sie deswegen innerhalb von drei Tagen so groß wie Gronkh werden. Und das geht nun mal nicht. Das ist einfach so. Und diese Leute, das merkt man selber so. Ich mache ja auch Intros halt und da sind viele solcher Leute bei. Sehr viele.
Ey, ich würde gerne ein neues Intro haben. Für 30 Euro oder so würde ich ausgeben. Ich habe zwar noch keinen einzigen Abonnenten und habe gerade erst mit YouTube angefangen. Bin mega schlecht. Aber ich will das Intro haben. Richtig. So, ne? So Leute sind das. Dann halt, wenn sie einfach nur Geld reinpumpen, dann werden sie gut. Das ist aber nun mal nicht so. Und die Leute, das erlebt man dann ziemlich oft, dass die dann sagen, nachdem sie beim irgendwie 10. Video oder so noch keinen Erfolg haben, so 2 Klicks und gerade mal so 5 Abonnenten, dass die dann sagen... Haben schon 200, 300 Euro oder so dafür ausgegeben. Ja, dass YouTube. Die dann sagen, nee, ich mach einen neuen Kanal. Und sagen wir mal, die 5 Abonnenten, die haben, das sind auch wirklich teure Abonnenten. Dann sagen die sich trotzdem, nee, ich mach einen neuen Kanal, weil das irgendwie nicht rund läuft. Das, Ich meine, es gibt ja auch... Verstehe ich nicht ganz. Und jetzt ja, müssen wir auch nicht. Irgendwas machen. Wir können zu uns gehen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon... Tower machen, meine ich jetzt mal. Knapp 90 Abonnenten. Ja, so, das könnten wir machen. In die Stadt. Aber, oder wir könnten hier aufs Meer gehen. Und, wie heißt es jetzt? Ja. Nö. Dann hier auf dem Meer Piratenschiffe machen und dann hast du erstmal ein paar, Stuffs. Weil die brauchst du ja noch. Electric Stuffs. Können wir machen, je nachdem, wie weit wir raus müssen. Ja, Piratenschiffe gibt's halt viele. Okay. So, ich guck grad noch hier, ob ich da kann. Ja. Phönixfeder brauche ich. Also, es gibt so 2 Kategorien. So, einmal sind die, die sich irgendwie überhaupt keine Mühe geben. Das verstehe ich überhaupt nicht. So wie Crazy Boy. Und dann gibt's Leute, die investieren halt viel zu viel, also man muss gar nicht so viel investieren. Wenn man erstmal klein anfängt, guckt, dass man erstmal ein paar Leute findet und dann sagen wir mal, wenn es gut läuft, wenn man das jetzt so, sagen wir mal ein Jahr macht, dann so um die 250 Abonnenten so hat, würde ich das jetzt mal sagen, dann kann man sich auch schon mal dafür sagen. Muss man aber auch aktiv sein, das ist auch ja. Was. Ich meine, ich mache ja jetzt auch schon seit fast 3 Jahren machen wir das hier ja jetzt schon. Ja, es gibt halt auch Leute, ich bin mega inaktiv, deswegen kriege ich auch keine Abonnenten. Das merke ich auch immer, jetzt bin ich wieder was aktiv und jetzt habe ich innerhalb von einer Woche oder so 10 Abonnenten bekommen. Jetzt abgesehen von denen, die Dings mal, die vom Destiny-Projekt bekommen. Ja, also es gibt halt auch viele, die machen Minecraft, die machen dann irgendwie einmal im Monat was und kriegen dann keine Abonnenten und machen dann nochmal ihren Kanal-Restart oder so. Und die Leute, die dann draufkommen, sagen wir mal, die haben dann so 50 Abonnenten dadurch, durch das Ganze, was die gemacht haben, dann machen die einen Restart. Und dann werden nämlich die Leute, die dann da draufkommen, sich denken, warum hat der Typ 50 Abonnenten, der hat ja noch kein einziges oder er hat nur ein Video hochgeladen und dann werden die den auch erst gar nicht abonnieren. Also es, so etwas bringt eigentlich gar nichts, weil man sich damit entfernt man nur die Reichweite, die man hat. Weil je mehr Videos man hat, oh, ich muss noch was bei der Mob-Farm ändern. Desto mehr Reichweite kann man auch haben. So, und jetzt lass uns mal das ist auch, ein Piratenschiff suchen. Ja, okay. Ja. Ich habe eins gefunden. Wir können auch zu uns gehen. Du hast ja gesagt, da ist auch irgendwo mehr. Ja, aber das ist hier, sind wir direkt beim Meer. So. Mach dir mal ein Boot. Oh, davon brauche ich Holz. Darf ich mir was Holz bei dir nehmen? Klar. Aus der kleinen Kiste, die da am Rand ist, da ist ganz viel Holz drin. Kannst dir Holz rausnehmen. Ich habe da auch noch hier irgendwo einen Electric Stuff gehabt, den ich noch verzaubern muss. Da sind sicher auch Türme. Dann, da ist noch einer. Hey! So, dann komme ich noch runter zum Strand. Warte. Hallo, ich muss noch hier kurz einen Stuff verzaubern. Ups. Die sind ja auch zum Glück kostenlos. Ja. Zu verzaubern, die Stuffs. So. Siehst du da vorne das Schiff? Dann können wir da direkt anfangen. Wenn hier nicht schon jemand drauf war. Aber es sieht sehr danach aus, als ob hier schon jemand war. Schade. Schade. Schokolade. Das ist ja jetzt ein bisschen langsamer als ich. Mhm. Fahren wir einfach weiter geradeaus. Jo. Dann muss ich nur wieder irgendwie zurückkommen. Ach, du hast ja noch keinen Spiegel. Ha, Noob.
Noob, noob, noob. Ich könnte mir eigentlich auch ein Boot machen. Nicht gegen die Seerosen fahren. So, ah, hab noch Holz dabei und Crafting Table auch. Dann mache ich doch schnell noch mir ein Boot. Scheiß auf das Schild. Oh, ich bin doof. Man merkt halt auch, dass das eben kleinere sind, die dann halt, ich weiß nicht, die wollen sich irgendwie